Hallo, ich meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zu Hausflipper, der Handwerker, der Heimwerker-Simulator. Je nachdem, wie man das hier am besten ausdrücken will, oder der Messibuden-Aufräumer-Simulator. Irgendwie sowas in der Art. So, wir sind immer noch hier in dieser Studentenwohnung, vermieteten Studentenwohnung drin, von einem etwas älteren Herr, und ja, man kann durchaus hier bezeugen, das ist ja minimales Chaos, was die Herrschaften hier hinterlassen haben. Abgesehen davon, dass hier alles fehlt und so weiter und so fort. Das ist ganz klassisch. Ach ja, der arme alte Mann. Der arme alte Mann. Wie kann man denn eine Bude nur so zurichten? Das verstehe ich nämlich auch nicht. So, abgesehen davon müssen wir noch die Fenster reinigen und so weiter und so fort. Ich meine, wir haben erstmal hier so das. Ich glaube, das Übliche erstmal wegbekommen. Naja, stimmt, die haben wir ja auch geupgradet. Das ist auch nicht mehr so schwammig wie das erste Teil, muss man auch dazu sagen. Das ist wirklich um einiges besser. Ich finde die Upgrades gut. Ja, das geht definitiv um einiges schneller. Sehr gut. Gut, dann hätten wir hier erstmal das Gröbste. Kurz gucken hier. Reinige die beschmutzten 85%, montiere die Geräte. Also wir haben hier eine stinknormale Heizung, würde ich mal fast behaupten. Deswegen sind wir in der Küche und wie heißt das? Du kannst Heizung kaufen und montieren. Ja, ist richtig. Das ist aber, tja, wo waren das jetzt nochmal? Betten, Beta Review, Reward. Verstehe. Sofas, sonstiges, Stühle, Survival, Däpsche, Tische, Türen, Vorhänge, Wandlampen, Wandfliesen, Schreibtische, Schränke und Schränkchen, Pflanzen, Paneele, Lampen, Laminat, Küche, Gips, Fotos, Farben, Deckenlampen, Betten, Bodenfliesen, Deckenlampen, Farben, Bilder, Gips, Haushaltswaren, Küche, Laminat, Innenausstattung, das. Schränke, Schreibtische, so was Sonstiges ist es auch nicht. Stühle, so weiter, typische Tische. Hä? Wo habe ich denn einfach nur Hei? Heizung. Ja, auch immer alles hier. Heizung. Ja. Gut, dann kaufen wir das eben so, ist mir auch egal. Du kannst Heizung hier montieren. Ja, drücken und bezahlen. Ja, sehr schön. Montieren. Gut, wunderbar. Montiert. Hier ist angeblich noch Dreck. Okay. Hier ist noch Dreck. Hier ist angeblich noch Dreck. Aha, okay. Das ist gut, dass das hier auf der Minimap angezeigt wird. Okay, 100%, 9, naja, nee, nicht 100%, nicht so wirklich. Ja, hier brauchen wir genau noch so eine Heizung. So, wir dann wieder dran montieren. Okay, hat anscheinend gereicht. Gut, finde ich. Ist okay. Achso, es werden ja nicht alle Verschmutzungen angezeigt. Hat nur die Gröbsten. Naja, aber es ist egal. So. Sag mal. Dann machen wir mal hier noch weiter Rene. Dann auch mal hier beim Bad. Auf jeden Fall müssen wir in der Reinigung da nochmal ein paar Skillpunkte investieren. So, Spülbecken. Ja, gucken wir mal. Spülbecken. Beck. Das finden wir aber wiederum ja nicht. Gut, gehen wir einfach mal ins Badezimmer.
So, Einbauspülbecken. Ach, Entschuldigung, dass ich immer diese Fachbegriffe nicht verwende, Spiel. Es ist natürlich kein Spülbecken, es ist ein Einbauspülbecken. Ja, weil wir es ja einbauen. Entschuldigung. Mein Fehler. Spiel, mein Fehler. So. Hier rein, so. Flip. 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 Das sieht eher aus wie Gummi hier, ne? Das würden wir so blüpp. Ist ja im Endeffekt Plaste, aber. So, das hier ran. Da, 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 da. Dran drehen. Dran drehen. Eibau-Spülbecken, sehr schön. Aber hier fehlt trotzdem noch irgendwas, abgesehen davon, dass es ja noch tragisch ist. Also eine Badezimmerheizung, ja. Ich vergaß. Badezimmer. Alles. Heizung, genau die. Da hat mir ja auch Feedback gegeben, also viele von euch haben das sogar bei euch im Bad. Also mir ist das komplett unbekannt, muss ich gestehen. Ich kenne sowas nicht. Ich kenne so ein Handtuch, Handtuchtrockner oder irgendwie sowas in der Art. Das sieht irgendwie so ähnlich aus, aber sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Ich habe bei mir im Bad beispielsweise, scheinbar weil sich das nicht anders regeln lässt, weil Nachtstrom, also Wärme, wie nennt man, Nachtspeicheröfen. Ich habe bei mir im Bad als Heizung so Elektro-Scheiß-Ding an der Wand kleben. Was ich natürlich nie anmachen werde, weil das Ding keine Ahnung wie viele tausende Watt hat und das richtig teuer wird und so. Aber ja, deswegen hatte ich sowas noch gar nicht gesehen. Aber na gut, man lernt nie aus, man lernt nie aus. So. Dann hier das Ganze ein bisschen. Wie gesagt, sie hätten hier ruhig Sounds einfügen können. Gerade hier wieder Schrubber schrubbt und sowas. Ich glaube, das wäre an sich gar nicht so verkehrt gewesen. Süff an der Wand hier. So, dann einmal bitte nehmen. So. Und dann mal wieder Ausstattung auf Heizkörper gehen. Das Ganze wieder hier montieren. Aber gute Mann, da muss uns schon Emme was bezahlen, muss ich mal gestehen, weil das ist schon ein relativ großer Auftrag hier. Das läuft nicht einfach mal so ab. Ja, also gerade hier die Fenster, das sind auch große Fenster. Gut, wunderbar. Dann haben wir noch Aufgaben in anderen Räumen. Sind wir hier erstmal fertig. Dann sind wir da, warte mal, hier und hier fertig, ja? Ja, okay, hier und hier fertig. Dann müssen wir trotzdem nochmal hier allgemein Rede machen. Hier oben die Wände. Heimatland. Das sieht man ja eigentlich alles. Gerade hier bei den Stehen. Das siehst du ja nur nicht, was hier Phase ist. Naja, doch, das geht hier doch in der Tat weg. Sehr schön. Gut, da sind wir aber hier auch durch. Da sind wir nur bei 64. Hier sind wir nur bei 64%, ne? Das heißt im Endeffekt. Zum Beispiel hier unten, also an den Mauern, ist auch so Dreck dran, den du auch nur beim besten Willen nicht so wirklich erkennen kannst. Na, wenn man jetzt hier einfach so nochmal drüber geht, sieht man das eventuell. Ja, hier zum Beispiel, da war scheinbar Dreck, aber erkenn das mal. Ja gut, angeblich hier ist irgendwas. Aber, also laut Radar ist hier zum Beispiel etwas. Aber jetzt nicht mehr. Also, aber 88% ist eine gute Zahl. Können wir aufhören. So, dann geht die ganze Soße hier weiter. Nur minimal dreckig. So. Aber ich find's gut. Ne? Der Schrubber, der kriegt auch alles von der Wand weg. Das auch ganz ohne Wasser, wohl bemerkt. Das ist schon ein Fuchs, muss man lassen. So. Dann hier wieder eine Heizung dran. Die haben ja wirklich alles mitgenommen. Also entweder, keine Ahnung,
Hatten die keine Heizung daheim bei ihren Eltern oder so? Ich weiß es nicht. Ansonsten ergibt das jetzt nicht wirklich so für mich Sinn, warum man als Student Heizkörper mitnehmen muss und Spülbecken. Ja. Weiß ich nicht. Das kennt man jetzt nur klischeehaft von hier, ach wie hier sind die, Sinti und Roma. Aber naja, nicht von Studenten. So, reinige verschmutzten Stellen, 73%, ja. Aber ganz ehrlich, das ist soweit hier. Oh, in Ordnung. Dann geht's hier, ach du Scheiße, geht's hier weiter? Das schöne Marmorwaschbecken hier. So, wir haben einen neuen Key fürs Saubermachen. Oder? Oder ist das hier Aufräumen? Also, es ist Aufräumen. Geht mal um 50% schneller. Ja, sehr schön. So. Ist ja, wie gesagt, Gott sei Dank gar nicht versifft. So machen wir hier sogar schon mehrmals drüber muss. Um das Rene zu kriegen. So. Hier, dann da oben noch. So, Fenster. Sehr schön. Dann für Heizung, ist ganz klar. Geht das ja auch wieder dran? Oh, da unten haben wir noch Schmutz. Das sieht man dann, wenn die Kamera dann mal so schön ranzoomt, ne, dann hat man das dann auch. Dann sieht man das auch gut. So, herzlichen Dank. So, ansonsten 101, aber montierte Geräte 2. Sprich, hier fehlt noch was. Die Waschmaschine, alles klar. Haben die auch die Waschmaschine mitgenommen? Also die. Also eine Waschmaschine oder eine Waschbecken? Nö, kannst du bei Waschmaschine, okay? Eine Wasch. Das gibt's nicht. Einbau. Eine Einbauwanne. Eine Einbauwaschmaschine. Alles klar. Ich hab da allerdings so, du kannst Waschmaschine kaufen und montieren. Ich habe da so meine Zweifel, dass das so ist, wie es ist. Oder? Ne, das doch, das scheint zu passen. Oh, ich möchte die Transportsicherung wieder rausmachen. Ja, man kennt's, ja, außer bei Dadosch. Der hat sie drinnen gelassen. So, nu. Ah. Also ich kann das einfach nur Schrauben rausdrehen und fertig aus, aber gut, es gibt scheinbar auch so, wie das hier aussieht. Dass man das hier. Hä? Habe ich ja noch nie so gesehen. Warum muss ich das da abschrauben? Ach so, weil das. Ah, das hält die. Nee, obwohl das hätte man auch so rausziehen können, oder? Okay. Ja, das ist klassisch. Das dreht man rein. Das geht da dran. So. Das geht da ran. Genau, neue Fertigkeitspunkt verfügbar. Im Bereich goldenes Händchen. Ja. Schnellere Vergipsung. Legen von Fliesen geht auch schneller. Wir machen nochmal schnellere Montage hier, dass wir das erstmal noch mit dabei haben. Und gut, dann hätten wir hier alles erledigt. Servus. Dann können wir das hier zumachen. Und uns dann um dieses Chaos hier kümmern. Ja. Sehr schön. Komm, gehst du weg. So, Dreck, Dreck, Dreck. Da einmal die Türe zu hier. Alles schön bis zur Wand hochgezogen. Lecker, 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 lecker. Sehr schön. Dann alle Heizung.
So. Ja, das merkt man definitiv. Das ging schnell. Fenster reinigen. Sehr schön. Und hier ist eventuell, wo ist noch eine Verschmutzung angeblich? Hier. Ah ja, hier. Und angeblich da oben. Ah ne, das ist dann noch da drüben. Okay, hätte man also auch erledigt. So, machen wir hier mal bitte, machen wir das Brett zu. Na, vielen Dank. Na gut, das kriegt. Ah doch, das kriegt man weg. Lell. Bittenschrubber, nicht wahr? Aber gut, sei es drum. Ich lass die Herrschaften in den Glauben. So. So, mit einem Schrubber Graffiti von der Wand wegmachen. Ja, das ist mal eine gute Errungenschaft. Eieiei. Okay, so, also streiche mit den Farben weiß. Räume Müll auf, Fenster reinigen 1 von 2. Ach ja, hier noch. Sehr schön, dann und ja, war gut, Weißstreich machen wir dann aber beim anderen Mal. Meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis dann, nach der Renne. Peace and out.